Hallo und herzlich willkommen nun zum dritten Teil von Haus Lipper im historischen Haus. Wir sind immer noch nicht fertig. Oh mein Gott, das braucht so lange. Aber okay, ich hoffe, wir werden einen guten. Montierte Geräte, okay. Ich hoffe, wir werden einen guten Preis erzielen. Wir machen heute dieses Haus fertig. Dieser Part wird wirklich nur noch diesem Haus gewidmet sein und im nächsten Part fangen wir ein neues Haus an. Vielleicht machen wir denn die Yacht. Weil ich glaube, die Yacht ist ein bisschen kleiner. Die kriegen wir dann auf jeden Fall in einem Part durch. Aber wir machen jetzt in diesem Part einfach nur noch das historische Haus weiter. Und ihr glaubt nicht, was ich gesehen habe. Ich musste so lachen. Ich habe so gefeiert, als ich das gesehen habe. Und zwar plant House Flipper ein neues DLC. Sie haben auch einen Trailer schon veröffentlicht. Ein Farm-DLC. Ich habe mich weggeschmissen. Ich habe mich richtig weggeschmissen vor Lachen, als ich das denn gesehen habe, weil es sieht nicht schlecht aus. So ist es nicht, ne? Also es ist schon witzig, dass sie das machen. Ich suche eigentlich jetzt gerade noch einen. Wie? Ich habe mich so weggeschmissen. Einfach weil es war so witzig. Man kann auf ein Pferd reiten. Und man kann einen Garten anlegen, also so ein richtiges Feld. Und ich habe gedacht, ich werde nicht mehr. Ich habe wirklich gedacht. Oh. Okay. Da ist ein Bug. Mein Bild ist leider nicht mehr da. Aber vollkommen. Ich habe irgendwo gesehen, muss noch eine Steckdose gemacht werden. Auf das Ding. Aber hier anscheinend nicht. Genau. Und ich habe halt, musste da schon so hardcore feiern einfach. Das war schon mega witzig. Aber ich bin sehr gespannt drauf. Ich freue mich jetzt schon auf. Ach, hier ist es. Ich freue mich jetzt schon auf das DLC. Natürlich freue ich mich genauso gut auch auf das Pet-DLC, weil das haben sie auch schon angekündigt. Aber für beide DLCs gibt es halt noch keine Veröffentlichung, kein Release-Datum. Was war das? Es gibt noch keine Release-Datum. Machen wir erst Badezimmer. So, wir machen das. Ich hätte ganz gern. Also das kann ja wohl weg. Hier hätte ich ganz gern die Dusche. Wir könnten wieder so machen, dass wir das hier so einrahmen. Das hier mit Fliesen gemacht wird und das andere weiß. Ich fand das, glaube ich, wie ich das unten gemacht habe. Hatte ich da weiß oder hatte ich da eine andere Farbe gewählt? Ich glaube weiß, ne? Ja. Und dann habe ich das nur auch zur Hälfte gemacht. Sehr schön. Machen wir da oben auch nochmal. Finde ich sehr angenehm. Gut. Müssen wir uns nur für ein paar gute Fliesen entscheiden. Aber ganz ehrlich, schaut mal, gebt einfach mal House Flipper Farben DLC oder so ein. Und dann hoffentlich findet ihr das dann bei. Auf YouTube. Aber es war sehr witzig. Ist auch schon locker. Ein Graubenfliegen. Denk mal, das wird reichen. Sieht, wird auf jeden Fall edel aussehen. Aber ich freue mich schon sehr drauf. Hätte nicht gedacht, dass wir wirklich so lange brauchen für dieses Haus. Aber ich kann mir vorstellen, aufgrund, dass es jetzt so Luxus ist und man sind die Häuser natürlich größer, die Räumlichkeiten sind größer und dann muss man sich halt auch ein bisschen überlegen, was man macht. Vielleicht habe ich aber auch nur einfach nur bei dem Haus gepennt. Auch sein. Vielleicht habe ich auch nur mega gepennt bei dem Haus. Habe mich nicht so schnell umentschieden. Bis hier hin und hier. Ah, seht ihr, ich hätte nur zwei gebraucht. Bin gespannt, wie viel das Haus am Ende abgibt. Also ich möchte jetzt ganz gerne hier das hier noch fertig machen. Die zwei Räume. Und dann, wenn noch Zeit ist, wo ich davon ausgehe, dass noch dafür Zeit ist, wollte ich in die ganzen Räumlichkeiten hier noch mit.
Gardinen versehen, das mache ich ja irgendwie gar nicht. Bei mir kann jeder reingucken, das ist der Wahnsinn. Und eventuell dann halt noch im Garten noch ein bisschen paar, einfach nur Büsche pflanzen. Es müssen ja jetzt nicht krassen Blumenwerke sein, aber so ein paar Büsche noch so. Ein bisschen Farbe. Ein bisschen Farbe kann nicht schaden. Wünsch mir so. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, hier ist ja das Badezimmer. Ballgardine. Fußboden. Ich weiß, dazu gibt es die passenden Bodenfliesen. Bitte sag mir, dass das zu. Hätte ich aber geschrieben. So, jetzt noch die Tür. Habe ich denn da woanders immer so Türen? Ich glaube, die habe ich auch unten, ne? Schwarzer Rahmen und weiße Door, ne? Ja, schwarzer Rahmen und weiße Door. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Wenn einmal zwei waren, ne? In Tür. Heißes Holz. Farbe, 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 Farbe. Griff kann schwarz und. Ja, passt schon. Sieht schon nice aus. Ich würde ganz gern hier die Dusche hinmachen, hier vielleicht die Badewanne. Dann kommt hier Toilette und Spüle. Das Spülbecken. Nee, ich bin heute schon wieder so wortgewandt, das ist so krass. Macht mich immer ganz wuschig. Wasser in Zeller. Waschbecken. Hier kommt eine Toilette. Jetzt drehen wir das Ganze noch schön auf, damit das Wasser auch fließen kann. Echt, da fange ich da an. Und dann schauen wir mal, was wir so schon. Bäder und Duschen. Sind die ja ganz schön. Vielleicht hier? Wo die aufgeht. Ja, das finde ich gar nicht so. Gut, jetzt habe ich hier so die Lücke, aber was soll's, ne? Aber bestimmt eine kleine Pflanze oder sowas hin. Was Schmales hätte ich. Warum nicht? Sieht vielleicht jetzt ein bisschen gequetscht aus, aber okay. Ihr versteht schon, wie ich das mir gedacht habe.
So, das passt. Wackelt und hat auch Luft und jetzt nicht. Die Badezimmer gelingen mir jetzt tatsächlich immer irgendwie besser, habe ich das Gefühl, als die ganz normalen. Ich weiß nicht, warum das Klo ausgerichtet so teuer ist, aber. Ich finde das voll hässlich. Aber okay. Vielleicht ist ein Designer-Ding. Wer weiß das schon? Das habe ich aber jetzt extrem nah an der Toilette gemacht. Kann gut werden, kann schlecht werden. Ja, wir schieben das Ganze mal ein Ticken. Ein Ticken. Muss ja nicht direkt an der. Ich weiß schon, dass das Waschbecken so massiv am. An der Wand hängt. Nee, der ist leider zu groß. Noch irgendwas. Der ist zwar mega too much, aber warum nicht? Hey Max! Schöne Grüße an Ho aus dem Homeoffice. Ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß und dir fällt nicht die Decke auf den Kopf. Auch noch einen Teppich. Nee, der wiederum ist zu groß, ne? Fehlen noch Lichter. Nicht das geht. Eins, zwei, vier. Sehr schön, auf jeden Fall hell genug. Weil ich ja gesagt habe, wir machen ja jetzt auch noch die Fenster. Fenster, Jalousien. Die finde ich ein bisschen zu much. Ich meine, ich will nur. Ein bisschen zu hart. Wie weit geht denn das runter? Nö, passt, wackelt unter Luft. Was will man mehr? Ist auch ein schönes Badezimmer. Hier haben wir noch ein bisschen Grün. Vielleicht hole ich das mal ein bisschen raus und stelle das dann so. Das ist halt modern, würde ich mal sagen. Was machen wir hier hin? Hier wollte ich noch ein Schlafzimmer, glaube ich, hin machen, ne? Weil für ein Gaming-Zimmer sind es wiederum viel. Also ist zwar schön groß, aber auch ein bisschen zu groß, finde ich. So in ein Gaming-Zimmer. Es ist zwar cool, ein großes Zimmer zu haben, weil dann könnte man schön mit den Regalen hinten arbeiten und sagen, ey, guck mal hier mit Cam und so. Ich habe meine Regalwand mit den ganzen Spielen und. Keine Ahnung. Sowas halt, aber das Problem ist, es kommt denn so viel Licht rein. Ich müsste hier alles mit schwarzen Jalousien auch so abdunkeln, damit es nicht zu hell wird. Und hier passt, finde ich, perfekt ein Bett hin, einfach. Hier das Bett hin machen, da kommt ein Kleiderschrank. Und was weiß ich, hier ein Schreibtisch. Frage ist nur, in welchen Farben? Wände. Wir könnten auch Paneele benutzen.
Vielleicht hier so solche Paneele? Das wird. Okay. Sind wahrscheinlich wieder zu viel. Machen die Ecke hier mit so Totenköpfen. Obwohl, ich glaube, ich habe schon einen Raum, dass so krass lila ist, ne? Aber denn so ein krasses, dunkles Lila vielleicht. Alles andere. Oder wir machen es richtig verrückt und gehen dann halt so ins Pinke. Auch möglich. Farben. So richtig. Oh, jetzt so eine richtig krasse, entweder eine richtig krasse dunkle Farbe. Oder so ein richtig krasses Pink einfach. Ich meine, das sind die Farben, die kennen wir schon. Aber das ist mir alles nicht so knallig genug. Türkis, finde ich, passt jetzt nicht so. Es muss schon so ein Rot sein oder ein Pinkton. Tatsächlich würde ich jetzt hier auf den altbewährten Pinkton gehen. Ich finde es auch interessant, dass ich überall so alte Lampen, also Decken, Lichtschalter. Ja, das sucht wieder nicht. Lichtschalter. Wie geil das aussieht. Manche würden sagen, es ist too much, aber ich sag, nee. Nichts ist too much. Nochmal so eine Dur. Nehmen wir wieder so eine. Der Fußboden muss noch werden. Jute Fußboden. Was macht man denn da schönes Laminat? Und dann so einen richtig pinken. Wie das wirkt. Ja, langsam krieg ich Gefühl. Nee. Ich krieg kein Gefühl dafür, aber das ist vollkommen in Ordnung. Kriegt ein Princess-Bett hier rein. Wow. Ey, mach das Bett bloß nicht zu groß. Was auch immer da drin liegt, es ist ein kleiner Pfiffi. Und das Bett, das ist das Wichtigste. Eine gute Rammelwiese ist wichtig. Super teures Himmelbett. Tatsächlich ganz gern so eine Fußbank. Kleiderschränke. Weil wir ja modern sind.
Immer dieses. Hallo. Das da oben, das verstehe ich nicht, warum man das macht. Können wir da nämlich einen Fernseher draufstellen? Haltung. Ich meine, manche machen das. Ist vielleicht gut, der Fernseher ist vielleicht groß. Ich gebe zu, der Fernseher ist zu groß. Hatten wir nicht mal kleinere Fernseher? Der hier, der reicht. Ja, dann liegst du hier und dann guckst du dir irgendwie eine Serie an. Passt doch. Gut, ich möchte das ehrlich gesagt nicht haben im Schlafzimmer. Ein Fernseher. Ich meine, bei mir steht der, also mein Schreibtisch halt mit dem PC im Schlafzimmer. Nicht der PC, an dem ich jetzt sitze, sondern das ist der Gaming-PC. Und dann haben wir hier noch einmal, habe ich einen ganz normalen PC für Arbeiten, wenn ich Hausarbeiten schreiben muss, Bachelorarbeiten etc. Und ein bisschen so zum Chatten. Der steht denn halt im Schlafzimmer und bin ich jetzt aber. Kann man machen. Ist jetzt nicht so krass, aber ist. Aber es geht schöner. Lieber vielleicht. Lieber hier. Und hier der Schreibtisch. Ich habe schon mal erzählt, ich liebe diese Musik. Du, wieso? Ich hab jetzt ehrlich gesagt wegen des Schreibtisches aber auch irgendwas bestimmt gedacht. Man sieht, schwarz-weiß zieht sich immer durch meine komplette Bude. Ich weiß nicht warum. Aber ich bin einfach eher der Typ für schwarz-weiß Sachen. Finde ich schöner. Ganz ehrlich, ich nehme. Laptop haben wir zufällig nicht, ne? Haben nur PC, glaube ich. Doch, Laptop, geil. Wir sind modern. Wir haben Laptop. Kann da vielleicht noch ein Pflänzchen hin? Oh, wie süß. Kommst du mal hier so schön aufs Schreibtischchen? Muss ja auch sein. Kann ich noch mal ganz kurz. Ich hatte tatsächlich jetzt gedacht, hier vielleicht so kleine Modelle. So dran zu pappen. Hier runter. Ich weiß nicht, ob sich das nicht beißt. Und dem anderen. Dann
Dann nehmen wir noch die. Oh, die sind aber größer. Wieso sind die auf einmal größer? Ach, ich hab. Hoppala. Die sind 0,5. Ja, das sieht ja schäbig aus. Mir kommt da doch lieber eine richtig große Pflanze hin. Plantenfuß. Ich weiß. Immer so eine. Was wir noch brauchen, da kommt auf jeden Fall ein Spiegel hin. Das ist nicht das, was ich wollte. Das hier vielleicht. Ah, das und das, das. Perfekt. Da so hin. Rieche ich da so drunter. Dann schauen wir mal. Noch einen Teppich bräuchten wir. Teppich? Fußboden. Ja, den aber auch nicht. Jetzt können wir uns noch mal so ein bisschen zu Fenstern aufmachen. Hier. Was machen wir denn hier für Jalousien? Das ist zu viel. Das ist, das gehört. Ist zwar irgendwo cool, aber trotzdem ein bisschen. Mit den schmalen Vorhängen kann ich arbeiten. Gut, ich weiß. Doch lieber in weiß. Passen aber nirgendwo mal hin, weil ich überall was zugebaut habe. Aha! Ja, lief gut. Nehme ich den Vorhang. Hallo. Gab's jetzt hier. So. Heißt, die haben Vorhänge? Ihr habt Vorhänge. Ihr habt keine Vorhänge. Was mache ich da bei euch mit? Die brauchen nur so einen halben. Oder? Was ist der denn? What? Was soll's? Mann, das geht auch. Hier können wir damit los. Warum dann jetzt mein Bild zu verpicken? So, viel schöner.
Shop. Ich hätte gedacht, kurz in dem so und nach dem Motto. Lange, kurzer. Bitte. Moment mal, was habe ich denn noch hier so für Farben drin reingesetzt? Schwierig. Doch lieber die? Auch noch? Nee. Aber die, mit denen kann man nämlich nichts machen. Damit haben wir. Nee, Quatsch. Ich wollte gerade sagen, damit haben wir die obere Etage fertig, aber haben wir noch gar nicht. Der Raum fehlt noch. Dum, 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 dum. Hier reicht eine Jalousie. Da reicht auch nur so eine kurze. Da muss das nicht um. Geht auch bis ganz runter. Ich bin begeistert. Und da sind seltsam, da extra so einen Vorhang zu machen. Okay. Hier noch irgendwie was? Nö. Dann aber auf, runter. Hui! Verpackt. LOL! Die hatte ich aber da nicht hingehängt. Wo ist das Fenster hin? Das ist spooky. Fenster. Wo kann ich die wieder reinzimmern? Ich kann jetzt auch endlich fenstern. Oh mein Gott, wie cool. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das ergibt so viele neue Möglichkeiten. Mag ich die eigentlich da? Nee. Ich glaube, an solchen Fenstern kommen gar keine Gardinen. Aber an so einem kommen Gardinen. Ich bin eigentlich immer so für was Weißes so. Weil den kommt immer noch Licht rein und es sieht immer noch gut aus. Ich bin. Oh mein Gott! Dass man jetzt echt selber Gardinen machen kann. Das funktioniert nicht, okay? Warum, du funktionierst doch bestimmt. Das auch nicht. Wieso funktioniert die denn nicht? Das ist eine ganz normale Gardine. Haben die irgendwelche Größen? Ich muss, glaube ich, schmal nehmen. Wo funktioniert? Wo funktioniert? Waren hier nicht nur Gardinen? Dann nehmen wir den Elefantenfuß weg. Ich muss sagen, jetzt ist aber nicht.
wir den Elefantenfuß da wieder hinsetzen. Er sieht aber auch ein bisschen komisch aus. Ich fasse es immer noch nicht, dass wir Fenster machen können. Das ist, glaube ich, jetzt echt neu. Das ist mir vorher nie aufgefallen. Da könnt ihr mal sehen, wie ich aufpasse. So. Wollte gerade sagen, war das nicht das Haus mit dem Butler? Aber nein, das war gar nicht das Haus mit dem Butler. Haben die denn wenigstens schöne Farben? Ich glaube, das ist ein bisschen too much. Also ein bisschen too much. Muss halt auch irgendwas Dünnes, Schmales hin, sowas hier. Aber eigentlich hatte ich gehofft. Hier muss wahrscheinlich wirklich schon sowas sein. Man das vielleicht nicht so weiß, aber gut, diese schweren Vorhänge, die sind ja auch eher was für altbackene gothic-mäßige Häuser und wir haben uns doch relativ modern eingerichtet. Ich muss jetzt nochmal nach Fenstern gucken. Werde ich unglücklich. Ich meine, da dürften gar keine dabei sein. Und das eine muss wirklich ein Anzeigebug sein, weil das dürfte sonst gar nicht hinkommen. Ich habe ja keine Gardinen dran gemacht. Somit haben wir das. Hier ist einer dran. Hoppala. Doch, den habe ich alle. Den müsste ich, glaube ich, echt alle haben. Haben wir jetzt nicht gesehen. Schauen wir mal in den Garten. Pflanzen. Ich hätte ganz gerne Blühpflanzen. Nutzpflanzen. Tropisch. Tiergräser. Ne, das müssen denn schon. Ich hätte ganz gerne Büsche. So große Büsche. Sowas hier in der Art. Man sieht, mit Pflanzen kenne ich mich auch. Das ist mein Rosenbusch. La Busch. Hier waren die, wo ich einbuddeln muss. Hm, gut. Dann hätte ich ganz gerne. Riesen. Man ist ja so esoterisch halt angehaucht. Haben wir vielleicht noch irgendwie Möbel dafür? Stühle. Nein.
Sofas? Nein. Den nehme ich aber mit. Wer kommt denn hier so? Unserem kleinen Tete-a-Tete. Davon kaufen wir zwei und dann stellen wir einen hier so hin. Der komische Baum hier kommt da so hin und dann holen wir uns gleich noch so einen. So, was machen wir hier? Müsste vielleicht noch so ein Teich oder so hin. Dekoration, Wasserdekoration. Du kommst ja erstmal so, gehst ins Haus rein, hast erstmal so einen riesen Teich hier vorne. Weil man muss ja mit irgendwas angeben. Der ist ein bisschen weit vorne, ne? Das ist nicht schlimm, dann können wir hier noch so nochmal Büsche hinsetzen. Oder Garten ist gut. Vielleicht doch lieber Büsche. Waren so klein. Ich will aber was Großes. Nicht Ziergräser. Tropisch. Auch nicht. Nutzpflanzen. Noch mal so richtig große Büsche. Sowas. Sowas 2 Meter hohes. Chinesische Nelke, die kommen aber auch alle zu klein vor. Ich wollte gerade sagen, sowas will ich doch. Das ist das, was ich will. So. Eigentlich müsste hier noch irgendwas hin. Sieht zu langweilig aus, öde. Ne, in Gelb sehen sie ja mal hässlich aus. Rot-weiß gestreift. So wie ich meine Pommes mag. Das kann ruhig ein bisschen frei bleiben, das ist nicht schlimm. Wollen wir denn mal eine Wohnungstour machen? Das haben, machen wir ja sonst auch immer, ne? Also, meine Damen und Herren, wir fangen an mit dem historischen Häuslein. Moment, ich muss dann noch ganz schnell. Hör zu. Willkommen zum historischen Häuslein. Also, wenn Sie hier in Ihre Einfahrt reinparken und hier das Auto parken, können Sie hier aussteigen und laufen zum Haupteingang. Da haben Sie zur Linken einen wunderschönen kleinen Teich, wo aber keine Fische drin sind. Auf der Rechten eine Ansammlung von Rhododendron. Gehen Sie nun in das opulente. Eingang, in den opulenten Eingangsbereich haben Sie, können Sie entweder die Treppe hochgehen zum zweiten oder zweiten Etage oder Sie gehen hier schön in Ihre Lounge zu Ihrer kleinen Minibar, wo eventuell Getränke für Sie bereitgehalten werden. Wenn Ihnen der Hunger packt, dann können Sie hier im Prinzip
in die Küche. Sie ist sehr minimalistisch eingerichtet, aber es ist alles da. Es ist ein Herd da, es ist eine Kaffeemaschine. Weiter hinten haben sie ein Waschbecken, wo sie putzen können. Und hier ringsherum, wenn sie sich vor der buckligen Verwandtschaft verstecken können, haben sie hier genug Platz, um ein kleines Pläuschchen zu halten. Oder sonstige Sachen zu treiben. Hier kommen sie einfach nur noch in eine Vorratskammer mit einem Notfall. Baseballschläger gegen Zombies, man weiß ja nie. Dann haben sie nochmal hier die Möglichkeit zu flüchten, ins Auto zu steigen und ab geht die Post. Wenn sie allerdings sich doch dazu entscheiden sollten, mit der buckligen Verwandtschaft zu reden, dann können sie hier das im geschmeidigen Esszimmer-Wohnbereich machen. Hier können sie ihre Dinnerpartys abhalten, bis zu 8 Leute. Okay, 6 Leute können sie einladen. Mehr passen leider nicht an den Tisch. Dann können sie sich hier gemütlich auf dem Sofa flätzen und Fernsehen schauen. Was läuft gerade? Luxusflipper. Hm, gut. Dann haben sie zwei Möglichkeiten. Einmal, sie gehen durch die linke Tür, dann können sie im Prinzip schön rausgucken. Oder sie gehen durch die rechte Tür, was wahrscheinlich besser ist. Dann haben sie hier nochmal so einen kleinen Tisch, wo sie in der Frühlingssonne, in der Sommersonne, frühmorgens zum Frühstücken rausgehen können. Hier haben sie nochmal einen Pool. Hui. Wunderbar, auch eigentlich beleuchtet. Aber der geht nicht an, weil es ein Indoor-Pool ist, aber das weiß keiner. Mit ein paar Liegen, wo sie sich entspannen können. Wenn sie zen-mäßig drauf sind, dann können sie sich hier reinfläzen, sich ein Buch schnappen, sich braun brutzeln lassen und die entspannungs-zen-mäßige Fähigkeiten von diesem Bonsai-Bäumchen genießen. Wenn sie natürlich gebadet haben, dann muss natürlich auch das ganze Chlor wieder abgewaschen werden. Dann können sie zum Beispiel hier rein und stehen wieder im Wohneingangsbereich. Wie Sie sehen, das Esszimmer, Wohnzimmer und hier haben sie eine kleine Bibliothek, eine kleine moderne Bibliothek mit Skulpturen, weil man ist ja intellektuell. Fernsehen gucken nur die da drüben. Wir hier lesen, legen uns hin, haben da unsere Getränke und genießen die Atmosphäre. Aber nochmal zurück zum, man hat ja in Chlor gebadet, also geht's hier rein ins erste Badezimmer. Auch für Gäste geeignet. Da können sie Lulu machen, Pupu machen und natürlich zu zweit, weil man badet ja selten alleine, können sie auch hier zu zweit unter die Dusche springen. Es ist mit zwei Duschen ausgestattet. Da können sie sich gegenseitig nass spritzen, wenn sie wollen. Hier haben sie noch einen Handtuchhalter, der die goldene Mitte belegt. Alles schön in weiß und natürlich kommen die Farben halt immer wieder, ne? So, hier sind blaue Fliesen, also gibt es auch einen blauen Teppich. Und das war schon mal der untere Bereich, die Erdetage oder erste UG, je nachdem, wo sie herkommen. Gehen wir nun in das Obergeschoss. Da haben sie eine wunderschöne moderne Treppe mit grauem Holz und schwarzen Elementen. Schwarz-weiß zieht sich durch die ganze Bude, ich sag's Ihnen. Gehen wir erst zur rechten Seite. Hier haben sie einen Hobbyraum. Da man ja vielseitig und intellektuell veranlagt ist, hat man zum einen eine Staffelei, wo man seiner Kreativität freien Lauf lassen kann. Zum anderen haben sie hier eine Schneiderpuppe, wenn sie sich denken, ich habe mir noch nicht genug in den Finger gestochen. Geht immer. Natürlich auch mit eine Couch für die Gäste, wenn man sich halt beim Malen oder beim Schneidern unterhalten möchte. Falls die ganze Malerei, Näherei zu schwer ist, dann kann man sich hier auch ganz locker flockig auf dem Gymnastikball setzen und weiter pinseln. Wie akkurat denn ihre Pinselstriche sind, bleibt ihnen überlassen. Und ein kleines Orangenbäumchen. Keine Ahnung, warum der da steht. Ich habe ihn jetzt einfach da reingestellt. Kommen wir nun zum ersten Schlafzimmer. Das könnte das Elternschlafzimmer sein. Mit einem wunderschönen großen Rammelbett für gemütliche Zweisamkeit. Einer schönen großen Terrasse, wo man sich nochmal so hinstellen kann, wo man vielleicht, na gut, man kann jetzt nicht in das Zimmer des Kindes gucken, aber noch von draußen raus schreien kann und sagen, ey, Ruhe da unten, genug Party gemacht. Mit einem separaten Ankleidezimmer. Natürlich ohne Tür, damit auch der Lebensgefährte oder der Lebenspartner oder Partnerin was zum Gucken hat, wenn man sich hier am Umziehen ist, mit einem wunderschönen Spiegel, damit man auch von oben nach unten gucken kann. Alles sehr modern gehalten. Hier haben wir noch das zweite Badezimmer
Mit Dusche, Badewanne, Spiegel und einer Toilette. Reicht ja, man kann sich ja die Toilette teilen. Tut ja jeder. Man will jetzt auch nicht so extraordinär sein. Dann kommen wir nun zum Kinderzimmer. Natürlich mit einer Glastür, damit man auch ganz gut sieht, was das Kind treibt. Auch die Eltern haben eine Glastür, damit man weiß, was die Eltern treiben. Wir haben hier eine rebellische Phase, ne? Wie man das so schön kennt. Wahrscheinlich lebt hier ein Mädchen. Wir wissen es nicht. Oh mein Gott, das Ding geht an. Mit einem großen Spiegel, damit man auch alles schön sich zurecht machen kann. Mit einem Laptop, damit man immer den Social Media Sachen folgen kann. Einem Fernseher, damit man seine Soaps gucken kann. Einem Kleiderschrank. Denn für den kleinen Fifi, für die Prinzessin, gibt es natürlich auch ein kleines Hundebett. Und natürlich kriegt die Tochter auch selber separat ein Badezimmer, damit das nicht immer bei den Eltern reingucken muss. Man weiß ja nie, irgendwann ist das Kind ja auch mal zu groß und kommt später nach Hause. Auch sehr alles schön modern gehalten. Und ja, das war's auch schon mit dem Haus. Es hat auch nur 3 Parts gedauert. Da würde ich mal sagen, wir verkaufen das Ding jetzt. Erstmal reichen wir es im Wettbewerb ein. Wir haben... Ja, komm. Amerikanisch passt schon ganz gut. 104 Punkte. Auswahl der Pflanzen, 4 von 5. Ausstattung nur 1,5 von 5. Aber das Layout ist dann auch nochmal 5. Und der Wert des Hauses ist um 27,5% gestiegen. Yeah. Sehr schön. Dann können wir natürlich zur Auktion gehen. Wir haben insgesamt 3 Stunden und 49 Minuten an dem Haus gearbeitet. Es sind 11 Zimmer. Das Haus haben wir für knapp, also 78.000 und ein paar zerquetschte gekauft. Mal sehen, für wie viel wir das losschlagen können. Renovierungskosten haben uns 8.300 gekostet. Möbel haben wir 42.000 bezahlt, fast 43.000. Aber ich habe auch die modernen, teuren Möbel genommen. Muss man dazu sagen. Alles kein Problem. Wir haben aber auch Möbel für 20.000 verkauft. Und wir würden das Haus... Boah, guckt euch das an. Für 308.000 verkaufen. Aber ich bin so frech und sag, ich verhandle noch. Tu mir da nochmal so 1,2, 1,4 drauf. Ich hätte ganz gern 310. In Ordnung. Oh mein Gott, voll gut. Wie krass, ey, da haben wir mal so richtig Gewinn. Wir haben 90.000. An die 90.000 sind zusätzlich aus dem Gartenwettbewerb. Ja, geil. Wie geil ist das denn? Voll gut. Natürlich nehmen wir das Angebot an. Wir wären doch verrückt, würden wir es nicht annehmen. So hat das natürlich vorher ausgesehen. Vorher-Nachher-Bilder, immer wieder schön. Ja, okay, mit dem Hobbyraum bin ich nicht so ganz glücklich, aber ich finde, die Badezimmer sind uns sehr gut gelungen. Auch die Schlafzimmer finde ich sehr hübsch. Hat schon was Modernes. Also wir haben aus dieses altbacken Historische doch so recht modern alles gemacht. Es ist kein historisches Haus mehr. Ja, die Außenfassade haben wir neu gemacht. Ist doch ganz gut gelaufen. Es ist aber halt nicht das Haus meiner Träume, weil es war einfach zu gut. Es war einfach zu gut. Am meisten mag ich rote Winde, das ist ja schön kühl. Weiß nicht mehr, wer du bist, aber das ist egal. Das gönnen wir uns. Gut, dann schauen wir mal, was theoretisch ab nächsten Part das nächste Haus ist. Im Besitz verkauft. Schauen wir mal, was haben wir denn also? Wir haben das historische Haus jetzt gemacht. Das heißt, als nächstes kommt das alte Hafenlager. Ist auf jeden Fall kleiner. Hat auch 2 Etagen. Aber... Ach stimmt, das war das da mit oben. Das könnten wir in einem Part durchkriegen. Weil ich muss die Fenster nicht machen. Die Außenfassade bleibt auf jeden Fall. Garten muss ich, glaube ich, auch nicht so viel machen. Auf jeden Fall Rasen mähen.
Ja. Gut, ich sag dann aber trotzdem Dankeschön fürs Zusehen. Es war jetzt nur ein Stundenpart, aber ich denke, das ist vollkommen in Ordnung. Wenn euch der Part gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.